Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute geht's ran an das Häuschen von der neuen Serie Solar Opus. Ich spreche es bestimmt falsch aus. Solar Opus? Opus? Solar Opposite. Naja, jedenfalls basteln wir heute das Häuschen der Aliens. Ich würde sagen, schnapp dir ein paar Blöcke und los geht's. Zuallererst geben wir uns wieder an unsere geheiligte Kiste. Für den Start besorgen wir uns erstmal ein bisschen weißen Beton, denn blaue Keramik und grüne Keramik. Wie immer geht's erstmal los an den Grundriss. Dabei nehmen wir erstmal unseren weißen Beton zur Hand und ziehen uns erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke, die wir uns erstmal gerade lang ziehen. Dann gehen wir einfach mal zwei nach vorne weg und lassen 6 Blöcke Platz und setzen uns hier wieder zack, zack. Würde mal sagen, einfach mal 3 Blöcke hin, sodass wir hier dann eigentlich auf der gleichen Höhe sind. So, dann geht es einmal nach hinten. Da setzen wir noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 weitere Blöcke hinten ran. Wenn wir denn die so weit nach hinten gezogen haben, geht es einfach wieder zur anderen Seite. Da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht 10. Da ziehen wir uns einfach die Reihe einfach mal rüber. Zack, 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 zack. Und dann gucken wir einfach nach vorne, wo sind wir da oder wo haben wir da angefangen. Und weiter ziehen wir das auch nicht. So, danach haben wir nur noch die Aufgabe, das hier einmal in der Mitte zu verbinden. Und dann haben wir unseren Grundriss schon mal fertig. Jetzt wollen wir das Ganze auch gleich hochziehen. Wir setzen uns an sich unseren größten Teil vom Haus auf eine Höhe von insgesamt 7 Blöcke. Können wir hier mal gucken. Block mal in der Mitte setzen. Haben wir unten 3, haben wir oben 3. Zack, haben wir 7. So, und das sollen wir uns eigentlich hier komplett einmal hochziehen. Außer jetzt, sag ich mal, hier vorne, da entsteht ja unsere Garage. Da braucht ihr das Ganze, würde ich mal sagen, nur auf insgesamt, na, gucken wir mal, 5 Blöcke hinsetzen. Jedenfalls die erste Reihe und die zweite Reihe dann einfach schon auf 6 Blöcke. Ne, und den Rest halt einfach auf 7. Ich mache hier einfach mal die Garage schon mal hoch, dass wir das schon mal sehen. Also den ersten hier auf 5, den zweiten auf 6 und der Rest hier alles machen wir auf 7 Blöcke hoch. Wenn wir das Ganze denn auf 7 Blöcke hochgezogen haben, wollen wir jetzt uns das schon mal vorsetzen für unser Dach. Wir fliegen einfach mal an unsere Seiten und machen jetzt hier einfach mal weiter wie eine Pyramide. Bei der Garage hast du es vielleicht schon so vermutet, ne? Hier haben wir auch so wie pyramidenmäßig hier schon das uns so vorgezogen. Und so geht es eigentlich auch weiter. Ne? Einfach zack, zack, hier Schicht um Schicht. Immer an der Seite einen Block freilassen, bis wir oben kommen. Und dann sollten wir auch perfekt einen haben. So, das machen wir natürlich noch einmal auf der anderen Seite auch nochmal so pyramidenartig einfach mal hoch. Und wenn wir das soweit haben, auch hier wieder uns das Seitenteil einfach rangesetzt, geht schon ran ans Dach. Schnappt euch mal eure blaue Keramik. Wir machen erstmal unser Hauptdach. Das heißt, wir beginnen erstmal hier uns natürlich hier einfach so, natürlich auch wieder gleich pyramidenartig, uns einfach hier die Blöcke einfach mal rauf zu platzieren. Andere Seite geht es natürlich runter. Das können wir dann einmal zur anderen Seite erstmal rüberziehen. Haben wir das Dach dann einfach mal zur anderen Seite rübergezogen, können wir mal auf der anderen Seite gucken. Hier habe ich schon wieder was ein bisschen vorbereitet. Und zwar wollen wir das Dach natürlich auch hier gleich schon mal überstehen lassen. Einfach eine Blockreihe überstehen lassen. Ist aber nicht das Einzige. Und zwar auf der Rückseite können wir einfach noch eine weitere Dachschicht einfach mal hier an unsere Hauswand platzieren. Und wenn wir dann das einfach rübergezogen haben, ne, gleich einfach hier mal das ganze Dach einfach überstehen lassen. Zack, zack, zack. Und wenn wir dann wieder vorne angekommen sind, nachdem wir es überstehen lassen haben, können wir hier auch wieder vorne eine weitere Dachkante einfach mal überstehen lassen. Zack, und das ziehen wir hier einmal rüber zu unserer Garage und können das hier einfach mal gerade auch weiterziehen. So, danach geht es hier wieder weiter bei unserer Garage. Können wir einfach mal auf unserer fünften Ebene hier, wo wir, sage ich mal, nur 5 Blöcke haben, auch natürlich einfach mal ein bisschen Dach platzieren. Das wollen wir jetzt aber nicht einmal tiefer platzieren, sondern hier machen wir es dann einfach nochmal gerade einfach mal nach vorne weg. Aber auch hier können wir es jeweils an den Seiten natürlich auch überstehen lassen. Ne, das ist ganz klar, dass wir das hier überstehen lassen. Ja. Nachdem wir jetzt unser Dach natürlich so platziert haben, geht es jetzt weiter, dass wir oben unsere Dachfenster uns basteln. Zuerst geht es erstmal mit einem ganz großen los. Und zwar über unserer Garage befindet sich eins. Schnappt euch mal wieder euren weißen Beton. Wir fliegen hin und lassen an den Seiten, würde ich mal sagen, 2 Blöcke Platz. Und dann können wir uns hier erstmal eine Schicht draufsetzen. Insgesamt sind es dann 6 Blöcke. Die können wir an den Seiten natürlich hier wieder auf eine 5er Höhe insgesamt ziehen. Ne? 5 Blöcke an sich. Machen wir natürlich wieder auf beiden Seiten. Wenn wir das haben, können wir das hier oben einfach mal miteinander verbinden. Und dann würde ich mal sagen, machen wir wie eine Pyramide hier das erstmal wieder rauf. Erste Schicht und dann machen wir darüber nochmal 2 Blöcke rauf. Und dann können wir das Ganze hier einfach mit unserem Dach einfach schon mal verbinden. Ziehen wir einfach mal unsere weißen Betonblöcke einfach mal hier zum Dach einfach mal hin. Ne? Das machen wir mal fix. Wenn wir das dann alles mit unserem Dach verbunden haben, habe ich auch noch gleich hier mir das Dach innen drin einmal weggehauen. Und dann wollen wir uns jetzt schon mal hier drauf auch wieder ein Dach platzieren. Schnappt euch wieder eure blaue Keramik. Auch hier wieder ganz pyramidenartig geht es so einfach hier auf zu Kante, ne? Und setzen uns hier die nächste Schicht drauf. Sollte noch perfekt ganz oben an unserer Dachmitte anstoßen, sodass wir es hier auch wieder einfach mal nach vorne ziehen können.
Und wir können es dann auch gleich, du siehst es ja, auch einmal überstehen lassen. Ne? Sparen wir uns im Nachhinein nochmal die Arbeit, überall vorne ranzusetzen. Zieht euch das gleiche einmal über. Zack, zack, zack. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon wieder durch. Ja, dann wollen wir uns nochmal drei weitere Dachfenster setzen. Die haben aber immer, sag ich mal, das gleiche Maß und werden auch eigentlich komplett identisch platziert. Wir beginnen erstmal auf der Vorderseite. Da befindet sich nur noch ein solch ein Fenster. Und zwar nehmen wir wieder unser weißes Beton zur Hand und achten einfach mal hier bei unseren Dachebenen auf die dritte. Also erste, zweite, dritte. Und ab der dritte lassen wir an der Seite einfach drei Blöcke Platz und schlagen hier einfach mal vier Blöcke weg. So, an den Seiten können wir schon mal unsere weißen Betonblöcke setzen. Die haben eine Höhe von insgesamt vier Blöcke. Die letzte Schicht können wir eigentlich hier wieder miteinander verbinden von den vier Blöcken. Und darüber machen wir einfach nochmal eine zweite Schicht. So, das ist eigentlich schon der erste Schritt, den wir eigentlich hauptsächlich machen. Danach können wir das gleiche hier dann schon erstmal wieder mit unserem Dach verbinden. Geht eigentlich immer relativ fix. Und wenn wir das denn hier wieder verbunden haben, ja, kann man eigentlich hier innen drin eigentlich auch wieder hier das Ganze vom Dach weghauen. So, danach kommen dann nur noch unsere Dachplatten rauf. Wieder unsere blaue Keramik zur Hand. Und dann ziehen wir hier wieder unsere Blöcke einfach mal rauf. Genauso wie wir es gerade beim anderen Dachfenster gemacht haben. Zack, 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 bis wir hier wieder auf der anderen Seite angekommen sind. So, das ist auch eigentlich erstmal alles, was wir daran bearbeiten. Dann geht es einmal auf der Rückseite. Da wollen wir nochmal dieses Dachfenster nochmal zweimal platzieren. Jeweils hier auf beiden Seiten. Das heißt, wir gucken hier wieder, wo ist die dritte Ebene. Hier haben wir die dritte Ebene. Lassen an der Seite wieder drei Blöcke Platz. Und schlagen hier wieder vier Blöcke weg. Ne, setzen unsere weißen Blöcke an den Seiten. Vierer Höhe. Ne, oben die letzte Schicht können wir miteinander verbinden. Setzen zwei herauf und verbinden es dann zum Dach. So, das machen wir dann nochmal hier auf der Seite. Ne, dritte Dachebene. Drei Blöcke an der Seite Platz lassen, wieder vier Blöcke weg, setzen uns wieder an den Seiten vier Blöcke hin. Das machen wir mal hier wieder noch einmal fix zusammen. Oben wieder verbinden, dann hier nochmal den Zweier in der Mitte rauf und dann auch hier wieder das Ganze mit dem Dach verbinden und das Dach einfach raufsetzen. Wenn wir unsere Dachfenster alle so erstmal fertig haben, geht es noch an, dass wir mit der grünen Keramik uns einen Schornstein basteln. Fegt mal am besten, würde man sagen, auf die linke Seite eures Hauses. Da lasst euch mal nicht irritieren, dass ich mir hier schon den Zaun alles gezogen habe. Wir gucken einfach mal von vorne. Da lassen wir einfach mal, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Und danach, die nächsten 4, können wir uns einfach mal grüne Keramik auf den Boden bei unserem Haus hinsetzen. Also wir lassen die ersten 4 Blöcke Platz, setzen unseren 4 Blöcke Keramik hin. Die können wir uns auf eine Höhe, ich würde mal euch hier 3 Blöcke empfehlen, erstmal hochziehen. Dann ziehen wir die Mitte einfach mal hoch. Wir haben hier natürlich eine Zweier Mitte. Die können wir einmal komplett bis zu unserem Dach einfach mal ziehen. Und dann würde ich mal einfach sagen, den Schornstein lassen wir einen Block über unserem Dach überstehen. Und dann reicht das hier auch erstmal. So, jetzt gibt es nur eine kleine Sache. Schnappt euch mal euren weißen Beton. Wir platzieren nochmal, würde ich mal sagen, bei der Garage oben einfach noch eine Ebene. Und dann sind wir eigentlich mit diesen drei Blöcken fertig und können sie erstmal wegtun. Um unser Häuschen dann weiterzubauen, holen wir uns einfach mal ein paar Quarzstufen, Quarztreppeln und Quarzblöcke raus. Weiter geht es dann auch noch mit rote Niederziegel, Blöcke, glatte Steinstufen, dann nochmal die Ziegelstufen von unseren roten Niederziegel, dann nochmal roter Beton und dann nochmal die Treppen hiervon. Und dann holen wir uns einfach mal noch türkises Glas raus. Ich empfehle es dir einfach mal, ich finde das passt einfach super dazu, kannst auch blaues Glas nehmen, ja, ist wieder so Geschmackssache. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir erstmal uns alles frei zu hauen. Wir fangen dann erstmal auf der Vorderseite an. Wir fliegen dann hier mal auf die linke Seite, lassen an der Seite eine Reihe Platz und eine Reihe Platz und dann schlagen wir uns 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke weg. Das Ganze machen wir hier auf eine Dreierhöhe. Zack, und dann hauen wir das erstmal frei. Dann geht es weiter, wir lassen eine Blockreihe Platz, schlagen uns drei Blöcke weg, eine Reihe Platz lassen und schlagen uns 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Das machen wir das Ganze hier auf eine Viererhöhe. Also das heißt, wir schlagen unten nochmal weg, weil das wird dann unsere Haustür werden. Dann lassen wir wieder eine Reihe Platz und schlagen hier wieder drei Blöcke weg für nächstes Fenster. Wir begeben uns einmal auf die rechte Seite. Hier wollen wir uns ein kleines Fenster basteln, und zwar hier unten in der Ecke. Wir lassen einfach mal, würde ich mal sagen, an der Seite zwei Blöcke Platz, unten eine Reihe Platz und dann schlagen wir uns hier insgesamt, würde ich mal sagen, fünf Blöcke weg und auch eine Zweier- oder Dreierhöhe, eher gesagt. Ja, weiter geht es dann auch hier wieder auf der Rückseite. Hier fangen wir an der Seite an, lassen zwei Blöcke Platz an der Seite, unten eine Reihe Platz lassen und schlagen uns 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke weg. Das hier machen wir auch wieder auf eine Dreierhöhe und können uns das Ganze hier erstmal freihauen. Jetzt lassen wir uns wieder zwei Blöcke Platz, schlagen drei weg, lassen uns eine Reihe Platz und schlagen uns 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Das Ganze machen wir erstmal auf eine Dreierhöhe. Ich würde mal sagen, doch lieber eine Viererhöhe, denn hier kommt die nächste Tür hin. So, dann geht's weiter. Wir lassen zur Seite wieder zwei Blöcke Platz und schlagen 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weg, ne, dass wir hier 5 haben, auf eine Dreierhöhe wieder und können das Ganze hier auch wieder freihauen. So, auf unserer linken Seite müssen wir nichts machen. Da haben wir unseren Schornstein, das reicht da völlig aus.
Und jetzt geht schon ran, dass wir unsere Fenster auch beziehen. Wir fangen wie immer erstmal, würde ich mal sagen, mit Massenarbeit an. Das heißt, wir beginnen erstmal mit der Tür. So, schnappt euch mal eure Quarzblöcke. Das heißt, bei unserer Tür, da haben wir ja zwei Stück von, platzieren wir jetzt einfach nur unsere Quarzblöcke an den Seiten. Denn oben einfach mal unsere Stufen. Und natürlich, unsere Tür ist rot vom Häuschen, also platzieren wir da dann einfach mal unseren roten Beton hin. So, das machen wir natürlich nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch auf der Rückseite kommt denn unsere Tür hin. Ne, wie gesagt, Quarzblöcke an den Seiten, Stufen oben und roten Beton als Tür. So, jetzt geht es an unsere großen Fenster, die sich unten befinden. Davon haben wir einige Stück. Insgesamt haben wir vier Stück, die wir eigentlich identisch bauen. Wir beginnen erstmal mit unseren roten Niederziegelblöcken, die wir uns einfach mal an den Seiten platzieren. Als nächstes platzieren wir uns einfach mal glatte Steinstufen unten wie oben. Und dann war es das schon. Und das machen wir insgesamt viermal. Einmal denn hier auf der rechten Seite und natürlich zum Schluss noch zweimal auf der Rückseite von unserem Haus. Jetzt geht es weiter mit den kleinen Fenstern, die wir haben. Insgesamt haben wir ja drei Stück. Eins auf der Rückseite und zwei auf der Vorderseite. Dann nehmen wir einfach mal unsere roten Niederziegelstufen, platzieren die unten wie oben. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten, ne? Wie Vorder- wie Rückseite. Und dann haben wir auch diese Fenster erstmal fertig. So, jetzt geht es weiter, würde ich mal sagen, mit den oberen Fenstern. Wollen wir die erstmal machen? Ja, ne? Warum nicht? Wir beginnen dann erstmal mit unserem ganz großen Fenster. Da schnappen wir uns eigentlich auch wieder unsere Niederziegelblöcke. Die können wir einfach mal hier vorne einfach mal platzieren. Und ist eigentlich auch das gleiche Prinzip wie die großen Fenster unten, dass wir einfach mal oben wie unten unsere Steinstufen platzieren. Jetzt geht es an unsere anderen noch Dachfenster. Davon haben wir ja drei Stück. Da benutzen wir eigentlich nur unsere glatten Steinstufen. Da platzieren wir einmal eine unten, eine oben und dann hier bei unserem mittleren Block einfach nur auf der unteren Seite. Das Spiel hier bei unseren oberen Fenstern machen wir natürlich auch dreimal. Ne, wie gesagt, einmal vorne und zweimal dann auf der Rückseite. So, nächste Aufgabe wäre unsere Garage und zu basteln. Wir beginnen erstmal mit dem roten Beton. Die Garagenebene setzen wir so eine Blockreihe natürlich nach innen gesetzt. Erst eine rote Betonschicht, dann kommt eine rote Niederziegelblockschicht, dann kommt wieder eine rote Betonschicht. Und als nächstes geht es dann noch mit roten Niederziegeltreppen los. An den Seiten beginnen wir erstmal mit der Treppe. Umgedreht, dann einfach nochmal eine Treppe umgedreht, einfach nochmal daran. Auf der anderen Seite machen wir das mal mit. Zack, zack. Und dann würde ich mal sagen, machen wir das so, dass sich dann hier in der Mitte die Treppen mit Rücken an Rücken dann einfach mal anspiegen. Und dann haben wir hier solche kleinen Fenster noch bei unserer Garage uns hier ein bisschen gebastelt. Als nächstes müssen wir natürlich hier einmal in unser Häuschen reinfliegen, schnappen unsere Glasblöcke und haben dann die Aufgabe hier einfach alles mit Glasblöcken zuzubauen. Das Schöne ist, wir haben überall Stufen. Das heißt, wir können hier einfach ganz einfach unsere Glasblöcke einmal dran platzieren. So, das füllen wir dann hier natürlich einmal alles aus. Wenn wir dann unsere ganzen Fenster mit unseren Glasscheiben bezogen haben, ich war auch gleich so frech und habe dahinter noch eine schwarze Betonschicht mir gemacht. Nö, wie gesagt, bei mir ist das ja ein bisschen nur als Deko gedacht, von daher verkleide ich mir meine Fenster, sieht immer besser aus. Ja, dann zum guter Letzt mit unseren ganzen Blöcken schnappen wir uns aber unsere glatten Steinstufen und setzen die einfach mal auf unseren Schornstein rauf, um unseren Schornstein damit, ja, abzuschließen. Und dann können wir eigentlich dieses Blockmaterial auch wieder wegtun. Denn zu guter Letzt brauchen wir noch ein bisschen was zum dekomäßigen Platzieren. Zum einen schnappen wir uns ein paar Steinknöpfe, dann noch ein paar Laternen, schwarze Eichhölzchenstufen, dann noch polierte Granitstufen und nochmal die Granitstufen davon. Zuerst geht es erstmal mit unseren Steinknöpfen los. Die wollen wir nur verwenden, um uns Türknöpfe zu basteln an unserer Tür. Natürlich nicht hinten unsere Gartentür vergessen. Die braucht auch noch einen Türknauf. Wenn wir dann das getan haben, geht es weiter mit unseren Laternen und Eichenholzstufen. Oder schwarze Eichenholzstufen, ja gesagt. Da wollen wir uns noch draußen ein paar Laternen platzieren. Eine, denke ich mir, die passt super hin, hinten bei unserer Gartentür. Dann kommt nochmal eine, würde ich mal sagen, genau vorne bei unserer Haustür hin. Und nochmal zwei neben unserer Garagen. Dass die dann natürlich auch noch gut beleuchtet ist, falls wir abends noch irgendwo hinfahren möchten. Platzieren wir uns auch nochmal zwei davon. Am Ende bleiben unsere Granitstufen nur übrig. Da wollen wir uns einfach mal, würde ich mal sagen, hier vorne noch so ein kleines Beet basteln. Wir können einfach hier vom Fenster eine da genau davor platzieren. Und dann auch hier bei dem kleinen Fenster setzen wir auch nochmal eine davor. Dann wechseln wir einfach mal die Granitstufen. Und dann ziehen wir uns hier einfach mal, würde ich mal sagen, ja, so ein kleines Beet hin. Ne? So wirklich so ein kleines Beet können wir uns hin platzieren. Wer möchte, kann sich natürlich noch ein paar Blätter nehmen und dann hier einfach noch ein bisschen dekomäßig hier noch ein bisschen was so drin platzieren. Nur damit das, sage ich mal, hier noch ein bisschen mit Grünzeug bedeckt ist, können wir hier ruhig überall auf den Vorderseiten so noch ein bisschen uns hier was langsetzen. Nur so ein paar Büsche halt, das kann nicht schaden. Eine letzte Sache machen wir noch in unser Häuschen und zwar schnappt euch nochmal eure Quarzstufen und Quarztreppen. Das Wichtigste haben wir ja hier schon fast vergessen. Und zwar wollen wir unser Dach noch ein bisschen verfeinern und zwar
geht es erstmal wirklich mal sagen mit den Quatsch stufenlos. Wir beginnen dann einfach mal hier vorne auf der Hauptseite. Wir platzieren die einfach mal hier vorne unter, schlagen vielleicht nochmal hier das eine Dach ein bisschen klein und setzen hier einfach mal eine Treppe ein, damit wir das hier, sage ich mal, so vorne noch mit unserem Garagendach hier mal verbinden können. Und dann können wir hier die Stufen nach hinten gehen und an den Seiten platzieren wir hier eigentlich immer, wenn, sage ich mal, dieser Übergang kommt, einfach mal unsere Treppen. Ganz oben in der Mitte an den Seiten, da setzen wir keine Treppe hin oder keine Stufe. Insgesamt setzen wir da einfach einen Quarzblock hin. So geht es dann auch eigentlich wieder runter. Erstmal mit unseren Treppen, bis dann wieder unten wir ankommen. Dann nimmt man sich einfach wieder seine Stufe und platziert dann hier wieder an der Seite einfach mal die Stufen bis zur anderen Seite. Und kann dann hier auch wieder unsere Treppen einfach mal lang platzieren. Haben wir denn auch hier wieder unsere Treppen platziert, geht es noch an unsere Dachfenster ran. Naja, nicht richtig Dachfenster, sondern an den Dachfensterdächern, dass wir die auch noch ein bisschen verfeinern. An den Seiten beginnen wir eigentlich immer gleich mit unseren Stufen erstmal. Und danach geht es dann hier eigentlich wieder so hoch mit unseren Treppen, die wir hier so einmal langziehen können. Das machen wir einmal hier bei diesem kleinen. Und natürlich auch noch hier bei den zwei kleinen auf der Rückseite. Ne? Da machen wir das auch nochmal, diese Verfeinerung. Dann fliegen wir wieder auf unsere Vorderseite. Und machen das nochmal bei unserem ganz großen. Einfach auch hier wieder erstmal den Seiten unserer Stufen hin. Natürlich hier auf beiden Seiten. Und die Mitte füllen wir aus mit unseren Treppen. Sehr schön, so soll es aussehen. Ich hoffe, du bist wie immer zufrieden mit der Baufolge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Und falls du Lust hast, dir mal den Trailer von Solar Opus anzugucken, schau mal in der Videobeschreibung, da verlinke ich dir das Ganze. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.